Ist mir natürlich auch gegangen, aber zumindest ein kleiner Raum sollte dahinter sein. Vielleicht bauen wir das Ganze ja irgendwann auch mal aus. Wer weiß das schon? So, hier war gerade die Kohle drin. Ja, genau. Es muss ja auch alles beleuchtet werden. Auf jeden Fall, ich finde, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich könnte noch fünfmal auf jeden Fall sagen. Dadurch gewinnt es natürlich dann noch mehr Kraft in der Aussage. Nee, es ist auf jeden Fall. Jetzt sage ich das schon wieder. Es ist eine Aufwertung für dieses Gebiet, da bin ich mir absolut sicher. Also für diese Ecke. Auch wenn jedes einzelne für sich relativ primitiv gebaut ist, ist es doch so aneinandergereiht nicht schlecht. Und wir haben noch ein schönes Stück vor uns bis oben. Und dann haben wir noch die Ecke, die ja ziemlich allein für sich ist. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Ich mach mal kurz ein bisschen Platz im Inventar und setze dieses eine Blümchen hier drauf. Auf die Ecke. Umsteigen, da wir davon eh mehr verbrauchen werden. Außerdem wird das hier schön hell. So. Das heißt, der nächste wäre hier. Fackel reingetan? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Lass doch die Monster kommen. Na, kommt her. Müsst ihr doch nicht so rumzappeln. Nee, du bist falsch. Da kommt Holz hin. Im Normalfall. Ein Eingang wäre auch nicht schlecht gewesen. Schön, dass du da überall Dreck reingetan hast. Das ist nämlich auch falsch. Mein Gott, kannst du auch irgendwann mal etwas richtig machen. Hm.
Dann kriege ich das Ganze auch ein Dach. Die endlich alle Dächer. Du hast nicht oder nur halb. Du hast wahrscheinlich gar nicht. Nö. So. Na gut, hier vorne kann man wirklich schon mal den ganzen Dreck rausholen. Dann legen wir schon mal eine Fassade an. Hier geht es jetzt nicht ganz so schön auf mit der Kurve. Ach so, ja, weil wir da... Und unten hatten wir den nicht. Was war das? Ach so, die haben da drüben Fenster aufgemacht. Wartet mal, hier haben wir... Den nehme ich nicht. Ach, ärgerlich. Das heißt... Wir müssten hier noch eine Reihe rein. Dann oben auch alles umgestalten, damit das passt. Naja, ist jetzt ja auch nicht so viel Arbeit. Dahin. So können wir da auf jeden Fall auch noch so ein Ding draufsetzen, ohne dass es stört. Ja. Schade. Hätte ja klappen können. So? Nee. Muss ich von oben mich abseilen. So, jetzt passt es. Irgendwie kriegt es von Ebene zu Ebene immer mehr Ecken. Aber jetzt ist ja Schicht dort, da wir ja vorne am Rand angekommen sind. Aber hier passt es trotzdem nicht. Oh. Weil wir ein bisschen zu wenig Platz hatten. Scheiße. Dann bauen wir hier ein anderes Häuschen hin. So. Ein Problem gelöst. Das zweite ist nicht zu lösen. Außer wir nehmen da unten die Treppe weg. Und das wäre nicht so... Nicht so gut. Nee, das wird mir gar nicht gefallen. Fertig. Dann du.
So. Schöne Aussicht von dir. Du bist fertig. Du. Prima. Dann nur noch du hier. Ja, setz wieder Dreck hin. Du nicht. Dann muss da wieder Holz hin. Könnte man ja theoretisch so rein pro forma auch bis unten durchziehen. Jetzt sind wir ganz pingelig, ich weiß. So. Hier können wir ja von innen wieder drei reingehen. Dort stört ja keinen. Das merkt man ja später gar nicht mehr. So, da noch einen austauschen. Und schon haben wir diese Ebene mehr oder weniger auch fertig. Hier können wir auch wieder bis tief ins Wasser gehen. Sind ja jetzt auf einer. Ja, prima. So. Dann gucken wir mal, wie wir das mit dem Holz machen, mit dem Stein machen. Nee, Holz war schon richtig. Warum auch immer ich den noch nicht dran gemacht habe. Als Tag ist und tags fällt sowas nicht so gut auf wie nachts. So. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen das hier mal ordentlich. So nicht. Das ist das blöde Mausrad, das muss ich wieder sauber machen. Ich kann mir nicht für ein dreckiges oder leicht spackendes Mausrad gleich eine neue Maus kaufen. Dafür sind die Linkshändermäuse einfach zu teuer. Wenn man so will. Aber ich sag nichts. So. Ja, jetzt haben wir noch den kleinen Hügel hier. Jetzt müssen wir keine Höhenrücksicht mehr nehmen, denke ich. Nee. Den Höhlengang haben wir ja. Na gut. Dann fangen wir mal an, wie wir immer anfangen.
denken, wir sollten vorher vielleicht kurz mal ein bisschen was am Inventar lernen. Das war jetzt schon relativ sperrig. Ja, wenn das mal alles grün wird hier. Du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Den Rest behalten wir. Ja, von vorne könnte man das wahrscheinlich auch noch ein bisschen schöner machen. Sind halt Natursteine. Da ist halt Dreck drin. Wir wollten es ja auch nicht ganz abschaffen. Wir wollten ja so eine Art, ich sag mal, Kompromiss eingehen. Die natürliche Bergform und da drin, oder vielmehr da dran gearbeitet, unsere Häuser. Und wie kommen wir denn jetzt nach oben? Hat sich da einer mal Gedanken drüber gemacht? Naja, wir könnten den Weg jetzt hier eigentlich hier anfangen lassen. Dann ziehen wir hier ein Stück rüber und machen dort einen Weg hin. Und das gefällt mir doch in irgendeiner Weise. Das nur passt mit einem Feld mehr. So, doch, doch, doch. Doch, eins reicht. Jetzt ganz rumgehen. Müssten natürlich die hier dann auch noch durch Cleans ersetzt werden. Bis da vorne zum Wasserfall mal. Ich denke, das reicht dann auch. Da vorne ist auch schon Gras drauf gewachsen. Das ist auch sehr schön. Jetzt nehme ich die Crafting Box aber mit. So. Gucken wir nochmal, dass wir hier rumkommen. Ja, ich glaube, das lohnt sich nicht mehr, die Ebene so zu behalten. Dafür ist es schon fast zu niedrig. Aber wir können es erstmal probieren.